Ja, dann seien Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserer Diskussion Kein Land in Sicht für die Seenotrettung. Ich würde eigentlich hinter diesen Titel gerne ein Fragezeichen setzen und am Ende dann vielleicht zum Ergebnis zu kommen, es ist Land in Sicht für Seenotrettung. Vielleicht schaffen wir das, also da wollen wir jedenfalls hin. Ja, seien Sie herzlich willkommen. Über 60 Millionen Menschen sind auf der Welt auf der Flucht vor Krieg, vor Verfolgung, vor wirtschaftlicher Not, vor Klimawandel, den Folgen des Klimawandels und viele, viele andere Gründe. Die meisten Menschen bleiben in ihren Ländern oder in den Nachbarländern. Nur ein sehr kleiner Teil landet irgendwann oder möchte nach Europa. Das ist ein Bruchteil. Die Schotten sind allerdings nahezu dicht. Eine legale Möglichkeit, nach Europa zu kommen, besteht so gut wie gar nicht mehr. Sie begeben sich deshalb auf eine sehr gefährliche Reise über das Mittelmeer. Das hat inzwischen tausende Tote gekostet, traumatisierte Menschen, Lebensschicksale, sehr konkrete Lebensschicksale, über die unter anderem auch unten in der Ausstellung informiert wird. Und es sind da die, die nicht länger zusehen wollten, die konkret helfen wollten und die dabei selbst Bewegendes, zum Teil auch sehr Schreckliches erlebt haben. Ja, und einer von Ihnen, und ich bin sehr froh, dass du wieder hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Salon bist, ist Klaus-Peter Reisch, der Kapitän der Lifeline. Warte mal. Danke. Ja, er wurde zum Symbol der zivilen Seenotrettung. Ein Kapitän mit Mission hat die Tageszeitung unter anderem getitelt. Also herzlich willkommen bei uns. Ja, vielen Dank. Ich bin immer gerne in Berlin und auch gerne hier im Haus. Dankeschön für die Einladung. Ja, sie war gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Yusran auf der Flucht über das Mittelmeer, als das Schlauchboot zu sinken drohte. Gemeinsam mit ihrer Schwester, beide im Übrigen lange Leistungssportlerinnen, Leistungsschwimmerinnen, haben sie dann mit anderen noch das Schlauchboot dann ans rettende Ufer gebracht. Über 3 Stunden sind sie geschwommen, selbst für Leistungsschwimmerinnen, glaube ich, das ist ein Wahnsinn, das zu schaffen, und haben damit auf der eigenen Flucht selbst Leute gerettet. Herzlich willkommen, Sarah Mardini. Danke. Ja, wir wollen starten mit einem Film, Klaus-Peter, über die Lifeline. Ihr habt ihn gedreht. Ein bisschen Information tatsächlich über das Film, über die Crew und so weiter. Und ich denke, wir gucken uns den Film zunächst an und würden dann zu einem Gespräch kommen. Also ganz herzlichen Dank zunächst mal. Wir werden haben die Gelegenheit, nachher den Film auch noch zu Ende zu gucken. Deswegen haben wir es jetzt erstmal gestoppt, weil wir wollen ja auch noch reden miteinander. Ich würde zunächst mal gern Sarah fragen, wie geht's dir, wenn du diesen Film siehst, wenn du diese Bilder siehst? First, I want to say I'm pretty honored to sit next to you right now. I mean, I've done kind of same work, but not in that way. I didn't see this much of suffering. I have 2 images in my brain. Basically, it's my journey to Europe and then my work as a rescuer. It's pretty hard to watch it. I don't think I can describe what I feel, but it's pretty sad that till this moment, until this day, we need to tell people that sea rescue is not a crime or people's lives matter. While we are having panels and discussions, there's people actually dying every single day while we are even talking right now, by the cold or in the sea or other things. I think, it's disappointing.
And I think it's time to everybody to start waking up and really come out of your comfort zone, because there's life been wasted, and just because they are from different color or from different country, it doesn't mean that their life doesn't matter. Ja, danke, Sarah. Ja, jetzt haben wir noch einen vierten hier auf dem Podium, den ich jetzt ganz herzlich begrüße. Das ist Walid Habash. Walid ist 2012 aus Syrien, aus Aleppo geflohen, hat dort sein Biologiestudium abgebrochen, ist dann zunächst in der Türkei gelandet, hat in der Türkei auch gearbeitet und dann über die Balkanroute nach Deutschland gekommen. Inzwischen hat er eine Ausbildung hier in Berlin. Aber vielleicht kannst du doch auch über deinen Weg über das Meer, über das Mittelmeer vielleicht erzählen. Ja, also das Meer. Ich 2015, also hatten wir vor den Augen, dass wir nach Europa fliehen müssen. Sonst, also in der Türkei geht's uns nicht so gut. Man muss da also einfach arbeiten, aber für Zukunft kann man nicht machen. Also als wir angefangen da zu sein, also an der türkischen Küste, und wenn du einmal an dem Meer guckst, also du siehst ja schon, da ist, wie schön ist das und wie schön ist dieses Blick. Aber ja, was da drinnen passiert, man hört auch davon. Also ganz viele Leute, die tot vor uns waren, und ganz viele, die also jeden Tag, die ertrunken wurden. Man hört ja, aber trotzdem ist irgendwie man bekommt einen Mut, dass also Zukunft ist immer, wird besser. Auch wenn man der Gefahr ist so 99% eigentlich, aber trotzdem, also haben wir das geschafft. Und also was das Gefühl ist, als man, wenn man da in der Mitte der dem Wasser ist, also das kann ich vielleicht gar nicht auf einmal so ausdrücken. Es ist so eine Sache, die man kann nicht erzählen, sondern man muss einmal im Leben erleben. Vielleicht erlebt jeder Mann von uns so, aber in einem anderen Weg. Also das haben wir so erlebt, und das ist eigentlich, ich finde nach dieser Reise viel stärker als früher. Ich merke, dass ich also jetzt Angst von nichts habe. Ich habe dieses Todesmeer geschafft. Dann kann ich ja hier alles schaffen. Integration? Ah, kann ich schaffen. Also, wenn man Mittelmeer schafft, dann kann man sowas schaffen. Ja, danke. Walid, neben Bushra gehört deine große Liebe auch der Musik, und deswegen hat er seine Gitarre mitgebracht. Wir werden nachher auch was hören von Walid. Er singt auch Lieder, die von seiner Heimat Aleppo erzählen von dem schönen Aleppo vor dem Krieg und von dem Aleppo, so wie es heute ist, wie es nicht mehr lebenswert ist für ganz viele, weshalb sich viele entschieden haben, eben von Aleppo wegzugehen. Also danke, Walid, dass du hier bist. Ja. Klaus-Peter, Klaus-Peter, in dem Film war dein Schiff zu sehen, war die Crew zu sehen, und auch ist beschrieben worden, wer zur Crew alles gehört. Die Zahlen sollten wir vielleicht nochmal sagen. Wie viele Leute gehören eigentlich auf das Schiff? Wie viele waren damals auf dem Schiff, das da tagelang auf dem Mittelmeer gewesen ist? Was macht das auch mit der Crew? Also wir sind 18 Personen auf dem Schiff, und die sind in drei verschiedene sozusagen Gruppen eingeteilt. Es gibt einmal die nautische Crew, dann gibt es die Maschinencrew und die Unterstützungscrew. Das ist alles im Dreischichtbetrieb
klar, wir müssen das Schiff ja Tag und Nacht betriebsbereit halten. Und wir haben da natürlich schon in einen echten Abgrund geblickt, als wir so viele Tage auf dem Meer waren und nirgendwo in einen Hafen rein durften. Man wird dazu einem, ich habe es ja ganz am Anfang in dem kleinen Beitrag gesagt, zum Spielball der Politik. Klar kann man immer die Reißleine ziehen. Ich könnte das Schiff auch selber zum Seenotfall erklären. Und dann wäre die ganze Sache sehr schnell beendet. Allerdings halt dann auch nicht im Sinne der Flüchtenden, der Menschen, die wir auf dem Schiff haben. Weil dann wäre das Ganze, wir wussten ja, dass verschiedene europäische Länder miteinander verhandeln, wer wie viele Leute wo aufnimmt. Und hätten wir die Reißleine gezogen, also sprich das Schiff selber zum Maidevall erklärt, dann hätten sich die europäischen Regierungen zurückgelehnt und hätten gesagt, Gott sei Dank hat er auf den roten Knopf gedrückt. Und es wäre ein alleiniges Problem von Herrn Muscat, das ist der Premierminister von Malta, geblieben. Und alle Menschen wären heute noch auf Malta. Und da kommen sie einfach nie mehr wieder weg. Man braucht einen Pass oder einen Personalausweis, um die Insel zu verlassen. Und so habe ich einfach entschieden, dass wir dann in Absprache mit der Crew natürlich, dass wir das so lange als nur geht auf dem Schiff aushalten werden. Aber es war hart an der Grenze. Wir hatten ja dann in der letzten Nacht über 150 schwerseekranke Menschen auf dem Schiff und das ist dann wirklich nicht mehr lustig. Das ist nämlich dann auch gefährlich. Wir haben in der letzten Nacht alle Menschen alle 2,5 Stunden geweckt, um zu sehen, ob sie nicht komatös sind, weil dann muss man sie sofort an die Infusion hängen. Die Menschen trinken und essen nichts mehr. Und im Gegensatz zu uns gut genährten Mitteleuropäern wiegen die Leute bei 1,70 Meter, 1,75 Meter Größe 45 Kilo. Das ist also wirklich deutlich unterernährt und deswegen sind die auch schnell weg vom Fenster. Im vergangenen Jahr gab es in der Zeit eine Debatte pro und contra, oder soll man es lassen? Und es ging um die Seenotrettung. Mhm. Was ist das, wo ist der Sinn einer solchen Debatte? Was meinst du? Also dieser Artikel stammt von Mariam Lau. Da muss man vielleicht einen kleinen Hintergrund wissen. Mariam Lau hat selber einen Fluchthintergrund oder einen Migrationshintergrund, kommt irgendwo aus dem Nahen Osten, ich weiß nicht genau, Iran oder Irak oder so, aber ist egal. Sie ist selber eine Mission mitgefahren bei meinem ersten Offizier, der immer erster Offizier auf meinen Missionen war, bei Martin saß die im Schlauchboot und deswegen habe ich diesen Artikel überhaupt nicht verstanden. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Sie wurde ja auch in einer Talkshow als Gesprächspartnerin für mich eingeladen, aber da hatte sie auch dieses berühmte Rückgrat, nicht dahin zu gehen. Nämlich genau die Frage hätte ich ja auch gern gestellt. Was reitet jemanden, das so zu schreiben, wie sie es getan hat? Aber ich glaube, das sind so die wilden Randerscheinungen von jemandem, der meint, er muss einen Artikel in der Zeitung platzieren. Das ist ein gewisses, ja, sich selber irgendwie produzieren oder so, aber die Aussagen, die sie da gemacht hat, fand ich eigentlich gerade für jemanden, der auf dem Schiff gefahren ist, komplett daneben. Ja. Sarah, über deine Flucht, deine abenteuerliche Flucht, habe ich vorhin schon eingangs berichtet, wie ihr sozusagen selber das Schlauchboot an Land gebracht habt, deine Schwester und du und andere dazu. Du bist dann nach Deutschland gekommen. Aber es hat dich nicht in Deutschland gehalten, sondern du bist nach Lesbos, also dorthin, wo du selbst an Land gegangen bist du zurückgegangen in das ziemlich berüchtigte Lager Moria, hast dort geholfen als Flüchtlingshelferin. Was war so deine Aufgabe und was war dein Eindruck von diesem Lager? I worked with Team ERCI. Basically, we had different type of operations. We started as a search and rescue rescuers, and we're on the shoreline doing night shifts. And then we start to getting bigger. We start our hygiene program. We got 10 washing machines because basically we just saw a lady washing her clothes by her hand in the snow in the winter. And then slowly we got to do some kids activities, and later on we opened our own clinic. My role was, I was a swimming rescuer, and I was Arabic translator.
Ja, allerdings im August 2018 wurdest du mit anderen verhaftet. Was hat man euch vorgeworfen? Do you mind repeating the question? Im August 2018 wurdest du verhaftet mit anderen, die dort als Flüchtlingshelfer in dem Lager gewesen sind. Was hat man euch vorgeworfen? Before I start talking, I'm gonna be apologizing to everybody. I cannot give any legal statement because I'm still free under trial and it will affect my court later. So we've been charged for 6 sentences, money laundering, being part of criminal organization, smuggling refugees, espionage, and fundraising for a criminal organization. So. All of them together. Ich freue mich sehr übrigens, dass Katina Schubert, die Vorsitzende der Linken aus Berlin, heute mit hier ist. Wir waren im September in Athen und du hast Sarah dort besucht. Also wir haben zumindest auch im Justizministerium den Fall Sarah und andere angesprochen. Es hat trotzdem bis Dezember gedauert, bis Sarah wieder gegen Kaution zunächst mal entlassen worden ist. Wie ist der Stand? Es gibt weitere Ermittlungen. Wie ist der Stand? For now, the investigations are closed and we are just waiting for the Greek court to decide if there will be a trial, no trial. I'm basically not allowed to be part of any humanitarian act for my own safety. I'm just waiting. There's nothing we can do more. Da kommen wir gleich noch zu dem Fall. Wir sind ja nicht ganz zu Ende mit Malta gekommen, wie es da jetzt der Stand ist. Also mehrmals sozusagen umsonst nach Malta geflogen, um das endlich zu klären. Es ist bis heute nicht geklärt. Also zuerst möchte ich mal sagen, es ist groß in Mode, die Hilfsbereitschaft der Seenotretter und auch der Menschen, die den Flüchtlingen dann, wenn sie in irgendeinem Land angekommen sind, der Menschen, die da helfen, diesen Leuten beistehen, diese Menschen zu kriminalisieren. Das ist jetzt gerade wirklich groß in Mode. Und es sind ja nicht nur wir beide, die hier als Kriminelle abgestempelt werden sollen, sondern auch ganze Crews von Juventa zum Beispiel. Die werden ja auch zumindest investigativ behandelt. Ein Verfahren ist da noch nicht eröffnet. Das sind wohl wir beiden die Einzigen, die momentan mit dem Gericht konfrontiert werden. Ich bin ja schon ein Stück weiter. Am 21.03. ist der nächste Verhandlungstag auf Malta. Ich bin ja am 11. Januar nicht hingegangen. Meiner Mutter ging es sehr schlecht. Meine Mutter ist am 11. Januar verstorben und ich habe dann am 9. Januar entschieden, dass ich dem Anwalt sage, dass ich, solange meine Mutter noch lebt, nicht mehr kommen werde. Und er hat dann gemeint, naja, wenn der Richter das genehmigt, dann habe ich ihm gesagt, dass mir das völlig wurscht ist, ob der Richter das genehmigt oder nicht, ich habe andere Prioritäten. Und es ist wohl so, dass man auch versucht, an Menschen wie Sarah und mir Exempel zu statuieren, so nach dem Motto, dann werden andere vielleicht schon die Finger davon lassen. Und ich denke, dass es auch hier einen gewissen zivilen Ungehorsam braucht, und ein gewisses Engagement, dass man sich dann einfach hinstellt und sagt, stopp, so geht's nicht. Wie hat der Herr Imhof so schön gesagt? Vielleicht wandle ich den Spruch jetzt gerade mal ein bisschen ab. Wenn Unrecht zu Recht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. So geht's halt einfach nicht. Und deswegen habe ich auch kein Problem, dass ich mich da vorne hinstelle und denen die Stirn biete. Das bis jetzt zumindest halte ich das ganz gut durch. Und wenn ich hier so die Resonanz höre, dann bestärkt mich das auch daran, dass ich es richtig mache. Und ich denke mal, das ist auch bei Sarah so, dass sie, wenn wir Zuspruch bekommen, dieses Ding mit dem Prozess da durchstehen wird. Und auch für diese Hilfe auf Lesbos, allen diesen Helfern und auch ihr, einfach wirklich großen Respekt von unserer Seite aus. Danke.
Ja, in, um das vielleicht ergänzen, in Italien laufen die Ermittlungen gegen Pia Klemm, gegen die Kapitänin der Sea-Watch 3. Also es sind mehrere, die da tatsächlich kriminalisiert werden wegen der Unterstützung. Wenn du die Diskussion hier in Deutschland erlebst über, oder hörst über Seenotrettung, über den Umgang mit Geflüchteten, was empfindest du selbst dabei? Als jemand, der es geschafft hat, weil es damals noch Seenotrettung in Griechenland gegeben hat. Ne? Ja, also die Frage ist immer, also warum soll man dagegen sein? Also das Menschen zu retten, es ist doch eine Sache, die man also das ist eine gute Sache, da sind Leute, die ihre Heimat verlassen haben und da gegangen zum Menschen zu retten. Da, ich finde auch, dass es ein bisschen manchmal blödsinnig, also wieso? Ja, also es gibt ja ein Problem, wenn du meinst, dass es die Flüchtlinge so ein Problem sind und wenn wir für diesem Land oder für Europa ein Problem sind. Also ja, aber nur das dass diese Leute zu kriminalisieren, das finde ich, das wird ja nichts bringen. Also als ich hier kam, war ein bisschen andere Atmosphäre als jetzt. Also damals hatten wir so ganz diese Herzlichkeit gefühlt. Wir haben, also war es nicht so stark wie zum Beispiel letztes Jahr oder 2018. Das tut mir leid, dass noch Menschen, die noch Menschen nicht kommen können. Also dass noch Leute so in der Türkei oder in Nordafrika, also die brauchen Hilfe und die können nicht bekommen. Nur weil, also ja, keine Ahnung, da sind Kriege zum Beispiel, da sind Leute, die vom Hunger sterben. Da muss man was dafür tun. Ja, noch eine Frage an Klaus-Peter Reisch. Dann haben Sie Gelegenheit, auch Fragen zu stellen. Ich glaube, da gibt es vielleicht auch noch Fragen, die Sie gerne beantwortet hätten, wenn wir schon mal die drei hier vorne zu sitzen haben. Klaus-Peter, das hat schon eine Rolle gespielt im Film ganz kurz, dass es ja internationale Vereinbarungen gibt. Im Übrigen die erste war 1913. Das war der Auslöser, war der Untergang der Titanic, ist die erste internationale Vereinbarung getroffen worden über Seenotrettung. Das gilt alles nicht oder wie geht man damit um? Na, selbstverständlich gelten diese Bestimmungen und Gesetze nach wie vor, auch heute. Ist ein ganz klarer Fall. Ich meine, wenn irgendwo eine Fähre untergeht oder ein anderes Schiffsunglück passiert, dann wird man ja auch nicht sagen, wir retten jetzt die Menschen nicht. Die DGZS in Deutschland betreibt einen riesigen Aufwand, wird mit Spenden finanziert und betreiben viele Schiffe und retten natürlich auch Personen, aber in keinem Verhältnis von der Anzahl, so wie wir das machen. Und Seenotrettung muss einfach betrieben werden. Menschen sind auf See hilflos. Wer schon mal mit einer Luftmatratze auf dem Meer rausgepaddelt ist, und es war ein bisschen ablandiger Wind, der hat vielleicht schon mal selber Panik gehabt, dass er da wieder zurückkommt. Und so geht es den Leuten in diesen Schlauchbooten halt auch. Die Kriminalisierung der Seenotretter muss endlich mal aufhören. Das, was wir machen, ist ja auch nur 40% der Rettungsleistung. 40% der Menschen im Jahr 2015, 16, 17 sind von den privaten Seenotrettern gerettet worden und 60% von der Handelsmarine und den einzelnen Seestreitkräften. Aber auf den privaten Seenotrettern kann man halt am einfachsten rumhacken. Die sind halt am leichtesten angreifbar. Und wenn man sich auch mal überlegt, über welche Zahlen unterhalten wir uns eigentlich? Also 2018 sind nicht ganz 25.000 Menschen übers zentrale Mittelmeer und nur von dem kann ich wirklich gut berichten, nach Europa gekommen, 25.000 bei 511 Millionen Europäern. Also das ist einfach eine Lächerlichkeit. Davon hat übrigens Deutschland 88 aufgenommen, bei 81 Millionen
Deutschen, das wäre jetzt für die Stadt, in der ich geboren bin, das ist München, genau 2. Und wenn wir das nicht mehr schaffen, 2 zu integrieren in München, dann glaube ich, können wir den Laden einfach dicht machen. Also es ist unsäglich. Der Hauptpunkt, der mir immer neben der Seenotrettung am Herzen liegt, ist einfach die Bekämpfung der Fluchtursachen. Ich bin vor 30 Jahren mit dem Motorrad von Tunis nach Ruanda gefahren, war 4 Monate in Afrika unterwegs und habe damals unbewusst Fluchtursachen gesehen, die es heute noch gibt. Man redet immer nur davon, Fluchtursachen bekämpfen, aber man tut es nicht. Und solange man an diesem faulen Zahn, ich nenne das jetzt einfach mal so, immer nur ein Aspirin einschmeißt, dass die Schmerzen weggehen, dann wird es nichts werden. Da muss man mal eine Wurzelbehandlung machen. Und man muss aufhören, die dritte Welt auszupressen wie eine Zitrone. Und solange man das nicht macht und die Leute nicht auf Augenhöhe zu was kommen lässt, wie man in Bayern so schön sagt, dann wird es nichts werden. Davon abgesehen, wenn ich das noch anheften darf. Ich meine, Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure der Welt. Es gibt ja kaum einen Konflikt, wo nicht deutsch geschossen wird. Vielleicht sollte man da mal drüber nachdenken, ob das alles so richtig ist. Die Menschen, die in der Waffenindustrie arbeiten, für die findet man auch im Maschinenbaugewerbe einen Job. Ich glaube, gerade derzeit wäre das kein Problem. Also viele solche Sachen führen halt dann dazu, dass die Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Natürlich auch die Klimaveränderung, ist ganz klar. Aber auch an der ist jetzt die dritte Welt eher weniger schuld als die erste Welt. Also völlig zu Recht sollst du den Lev Kopolev-Preis bekommen. Ich glaube, das hast du heute hier auch unter Beweis gestellt. Ich freue mich sehr, dass dich diese Ehre trifft. Vielen herzlichen Dank. So, bevor Sie Gelegenheit haben, selber zu fragen, habe ich jetzt Walid gebeten, wo ist er denn jetzt hin? Ach so, ja, okay. Walid gebeten, doch 2 Lieder, schaffen wir das? Walid? Okay, 2 Lieder und dann können Sie überlegen, welche Fragen Sie gerne noch stellen würden. So, ich werde zuerst ein Lied vom Heimat singen. Auf Arabisch. ماليش شغل بالسوق مريت اشوفك ماليش شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان حفنا سنين واروي على شوفك عطشان حفنا سنين واروي على شوفك ماليش شغل بالسوق مريت اشوفك ماليش شغل بالسوق مريت اشوفك عطشان حفنا سنين واروي على شوفك عطشان حفنا سنين واروي على شوفك Aman 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 شلون انام الليل وانت على بالي وشلون انام الليل وانت على بالي حتى السمك بالماي يرد ريح حالي حتى السمك بالماي
يشفق على حالي ماليش غل بسوك مريت أشوفك ماليش غل بسوك مريت أشوفك عطشان حفنا سنين واروي على شوفك عطشان حفنا سنين واروي على شوفك Dankeschön. Noch eine? Ja. Vielleicht was Deutsches? Stell dich vor meine Mitte, leg dich in jede Figur, werf dich in jede meine Schritte. Ich tanz für dich, wohin du willst. Ich geh. Reb uns Fenster, um zu sehen, ob die Sonne noch scheint. Hab zu oft beim schweren Gewitter in deine Hände geweint. Wie soll ein Mensch das ertragen? Dich alle Tage zu sehen, ohne es einmal zu wagen, dir in die Augen zu sehen. Stell dich für meine Miete, leg dich in jede Figur, werf dich in jede meine Schritte. Ich führe dich, wohin du willst. Wie soll ein Mensch das ertragen, dich alle Tage zu sehen? Ohne es einmal zu wagen, dir in die Augen zu sehen. Könnte ich einen einzigen Tag nur in meinem Leben dir gefallen und dann ein einziges Mal nur in deine Arme zu fallen. Wie soll ein Mensch das ertragen? Dich alle Tage zu sehen, ohne es einmal zu wagen, dir in die Augen zu sehen.
zu sehen. Okay. Dankeschön. Shukran, Shukran Walid. Ein Liebeslied für Bushra, nehme ich an. Ja. Okay. Ja, jetzt sind Sie dran. Sie haben die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Ich komme einfach jetzt mal mit dem Mikro, wenn Henning dann. Achso. Gut. Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe mich gemeldet, weil ich den Eindruck habe, nicht nur Sie, sondern wir alle, die diese Seenotrettung für äußerst wichtig halten und also den Rassismus in Europa bekämpfen wollen. Wenn ich das auch aus Ihren Worten höre, habe ich den Eindruck, dass wir alle relativ defensiv umgehen mit diesem Thema. Das heißt, wir beklagen also das Verhalten der Politiker. Können wir das nicht endlich mal umkehren? Es gibt in Europa inzwischen ja auch schon einige Wissenschaftler, wie zum Beispiel den früheren Menschenrechtsanwalt der UN, der das Verhalten der EU ganz klar als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet. Das heißt, nur ein Beispiel, müsste es nicht möglich sein, also ist nur ein Beispiel, man kann ganz viele andere Sachen machen, eine europäische Petition aufzusetzen an das Menschenrechtsgericht in Den Haag, die EU oder einzelne Personen, Politiker, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verklagen. Vielleicht das? Ja. Ja. Ist ein. Eins, zwei, ja. Doch, jetzt geht's. Ich bin kein Jurist, aber sicherlich wäre das möglich. Vielleicht machen Sie es einfach. Ich meine, die Idee ist sicherlich gut, aber wir können nicht so lange warten, bis irgendein Prozess stattfindet und mit ungewissem Ausgang, wer weiß, was da rauskommt, wer da wen wieder beeinflusst und so weiter und so fort. Aber jeder Einzelne von uns kann ein Stück weit dazu beitragen, dass die Fluchtursachen und warum die Menschen von dort, wo sie weggehen, einfach bekämpft werden. Ja, da gebe ich Ihnen durchaus recht, das ist ein ganz klarer Fall. Es muss halt einer machen, ich kann es nicht tun. Aber nee, ich meine, nicht immer die anderen suchen, die es dann richten sollen, sondern selber machen. Genauso wie ich fahre auch selber raus und suche mir nicht jemanden, der meinen Kahn fährt. Und das war jetzt kein Angriff auf Sie, entschuldigen Sie es bitte, aber viele Leute sagen einfach, das ist so ein Punkt, wo ich vielleicht mal einhaken möchte. Ja, könnte man nicht, müsste man nicht, sollte man nicht und so weiter. Nee, macht's einfach. Macht's einfach. Kauft die Schokolade von Fairtrade oder so. Ich will jetzt keine Reklame machen, aber kauft die Schokolade von Fairtrade und vielleicht weniger von irgendeinem speziellen Hersteller, großer Konzern aus der Schweiz. Ich möchte den Namen nicht nennen, weil sonst brauche ich einen zweiten Briefkasten für die Anwaltspost von denen, ja, die den Leuten sozusagen das Wasser abgraben und das Wasser dann in Flaschen abfüllen und der Bevölkerung wieder verkaufen. Das halte ich für eine ausgemachte Ferkelei. Sehr zu empfehlen, da der Sketch von Christoph Sieber, der Spekulant in meiner Wanne. Das sind so die Punkte, wo jeder Einzelne von uns ansetzen kann. Einfach vielleicht mal einen Cent oder einen Euro mehr ausgeben für irgendeine Ware, die halt dann unter fairen Bedingungen, ohne Kinderarbeit und sowas hergestellt worden ist. Das ist ein Ansatz, den kann jeder Einzelne für sich selber verfolgen und sich auch dann am Abend des Tages an der Nase packen und sagen, war ich da jetzt wirklich gut? Das wäre wünschenswert in meinen Augen. Klar, Sie haben natürlich recht, aber bitte machen Sie es, ja. Stellen Sie eine Initiative auf die Beine, die... Das geht auch darum, dass wir hier Organisation brauchen.
Aber die. Aber das gibt es ja inzwischen. Also gehen Sie zu den Aktionen von Seebrücke zum Beispiel. Die finden an ganz vielen Orten statt. Gehen Sie hin, zeigen Sie dort Gesicht. Das wäre so eine Möglichkeit. Ein Vorschlag jetzt gekommen, möglicherweise über eine europäische Bürgerinitiative. Auch das wäre denkbar. Ja, oder spenden Sie fürs Sea Life. Lifeline, aber egal. Lifeline, Entschuldigung für Lifeline. Gut, welche Fragen gibt es denn noch? Also jeder sollte überlegen, jeder kann nicht mit dem Boot rausfahren, das ist, glaube ich, klar. Aber jeder Einzelne kann tatsächlich etwas tun und sollte es auch tun. Erstens, herzlichen Dank, Herr Reich, für das Arbeit, dass Sie sich freiwillig dafür engagiert haben. Nun, ich musste selbst aus Syrien fliehen. Mich würde sehr interessieren, Ihre eigenen Gefühle, während Sie Menschen aus dem Mittelmeer holen. Also mich würde wirklich Ihre eigenen Beschreibung interessieren. Was macht das mit Ihnen oder was bedeutet Ihnen? Also ich bin ja 2015 das erste Mal gefahren auf dem Mittelmeer, weil ich mir ein eigenes Urteil bilden wollte, was da draußen passiert und nicht einfach diesen Diskussionen oder soll man es lassen, folgen wollte oder auch nicht. Und das, was ich gesehen habe bei der ersten Mission, hat mich eben dann dazu bewogen, dass ich weitere Missionen gefahren bin. Während der Rettungsmission selber, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich wirklich vollkommen pragmatisch gesteuert. Da habe ich für Gefühle relativ wenig Zeit, eigentlich gar keine. Ich muss das Schiff am Laufen halten, wir müssen den Funkverkehr abwickeln, diverse Mails mit Rettungsleitstellen schreiben und so weiter und so fort. Danach, wenn dann das Drama vorbei ist, dann, und man zur Ruhe kommt, dann in seine Koje geht, seine Wache rum ist, ja, das ist schon immer ein sehr starker Eindruck. Wenn man dann sieht, es ist ja egal, ob die Leute jetzt von der Türkei nach Griechenland gehen, der Weg ist zwar kürzer, aber auch nicht recht viel ungefährlicher, als die Menschen, die sich dann in Libyen ins Schlauchboot reinsetzen, was sie übrigens in den seltensten Fällen wirklich freiwillig tun. Wenn da Leute nicht einsteigen, dann werden halt mal am Strand zwei, drei erschossen. Das sind so Erzählungen, die wir immer wieder hören. Und dann steigt der Rest schon mehr oder minder freiwillig ein, sozusagen. Diese Bilder gehen einem dann auch ein Stück weit nicht mehr aus dem Kopf und deswegen habe ich mich ja auch weiter engagiert. Es ist schon so, dass es eine gewisse Veränderung der Persönlichkeit bei den allermeisten, die dort draußen unterwegs sind, herbeiführt. Ja, das wird bei dir ja auch nicht anders sein, weil sonst hättest du deine Rettung gemacht und dein Boot an Land gezogen, so wie ich das weiß, und dann vielleicht auch in ein, in Anführungsstrichen, normales Leben zurückgekehrt. Aber gerade diese Bilder werden dich ja genauso wie mich bewogen haben, hier an dieser Stelle. Jetzt war ich zu schnell. Huh? It's too fast for you to translate it. Ah, okay, sorry for that. Ja, ich glaube, das führt bei allen Leuten zu einer Veränderung. Ja, ich denke auch bei. Ich würde die Fragen auch gerne an Sarah weitergeben. Eben. Wie ging es dir? Also du bist du hast gesehen, dass das Schlauchboot droht zu sinken und bist dann ins Meer gesprungen. Ihr habt das Schlauchboot dann an Land gezogen und wie gesagt, über 3 Stunden wart ihr im Meer. Wie ging es dir dabei? Was hast du gefühlt? I think being in the boat as a refugee and then being a rescuer for me is two different things. Because I think I was represented as a victim back then in 2015. That, and of course I'm a woman and I cannot save my own self. So when we done it, me and my sister and even everybody was on the boat was helping. It wasn't just me and her. We're not superwomen. How it felt was when we just landed, it felt like a nightmare. I don't really believe what happened. It's just crazy. Like, was that me just half hour ago? It's different. But as a rescuer, I decided to change my position. I'm not a victim anymore. And I'm not gonna just follow what everybody want me to do. That's why I decided to go back to Lesbos. And yes, as you said, after the first time, I spent 2 weeks there, and I was supposed to only be there for 2 weeks.
and I never left. I ended up spending 2 years there. I think it's make you feel as an individual that you're really changing things. You don't need to do any actions. It's the way you talk to people. It's just you smiling to other people or talking to other people and just calming someone down. Or when someone land and I say for them, I'm from the same country, it just, you know, just give them hope and it give me life to continue more and stay more there. And yeah, and I would never leave if I wasn't arrested. Yeah, I just love it. Ja, danke, Sarah. Ja, eine weitere Frage, genau, von Katina. Ja, vielen Dank. Ist jetzt vielleicht weniger eine Frage als nochmal eine Anmerkung. Ich möchte jetzt niemanden daran hindern, von Europäischen Gerichtshof zu ziehen oder Ähnliches. Aber mein Eindruck ist, dass wir hier gerade auch noch auf einer anderen Ebene sehr viel Auseinandersetzungen zu führen zu haben. Es gibt in Deutschland mittlerweile über 37 Städte, die sich bereit erklärt haben, geflüchtete Menschen aus dem Mittelmeer, Gerettete aus dem Mittelmeer aufzunehmen. Das Gleiche ist in Italien der Fall, ist in Frankreich der Fall, ist in Spanien der Fall und wahrscheinlich in vielen anderen Ländern auch. Das sind aber die Regierungen, das ist die Bundesregierung, das ist Seehofer, die sich weigern, diesen Städten das zu gestatten. Und dann kommt dann eben sowas zustande, dass das reiche Deutschland mit den 81 Millionen Einwohnern von den ganzen Geflüchteten und Geretteten, von den Schiffen geretteten Geflüchteten 88 aufgenommen hat. Als zwischen Weihnachten und Neujahr die Sea-Watch durchs Mittelmeer geschifft hat, war das Land Berlin bereit, sie alle aufzunehmen. Und trotzdem hat Seehofer es blockiert. So, das heißt also, wir haben uns auch mit den Regierungen der Nationalstaaten auseinanderzusetzen und da die Auseinandersetzung darum zu führen, dass Seenotrettung kein Verbrechen ist, dass deswegen die Retterinnen und Retter nicht zu kriminalisiert zu werden zu haben. Und dass die Menschen, die dort gerettet werden, an Land gebracht werden müssen in sichere Häfen, wo sie ein ganz normales Asylverfahren durchlaufen können. Das ist das, wofür wir, glaube ich, kämpfen müssen. Und alles andere lenkt auch ein Stück weit davon ab, dass die Nationalregierungen tatsächlich diejenigen sind, die blockieren. Also ob das die Visegrad-Staaten sind, die sagen, wir nehmen überhaupt keine, ob das die Salvini ist, der sagt, hier kommt mir hier keiner mehr rein, oder ob das Seehofer ist, der sagt, naja, aber nur dann, wenn noch irgendwie 26 andere, was jetzt irgendwie auch ein K.O.-Kriterium ist. Und deswegen, glaube ich, muss die Auseinandersetzung darum gehen, dass erstens die Kriminalisierung aufhört und zweitens, dass Menschen in Seenot aufgenommen werden und drittens, dass die staatliche Seenotrettung wieder in Gang kommt. Das haben sich mittlerweile fast alle staatlichen Seenotrettungsorganisationen zurückgezogen, zuletzt die Bundeswehr, weil sie sagt, naja, wissen wir ja nicht, wohin mit den Flüchtlingen, naja, was ist das, die schließlich haben die hier eine Verantwortung zu tragen. Eigentlich ist es nicht einzusehen, dass es private Organisationen sind, die solche staatlichen Aufgaben übernehmen müssen, wie Menschen zu retten vor dem Tod. Das ist absurd, was sich hier abspielt. Und trotzdem ist es leider so und deswegen muss man auch dafür kämpfen, dass die privaten Seenotretter hier nicht im Knast landen. Danke. Dazu eine kleine Anmerkung. Die Operation Sophia von EUNAVFOR Med, wo eben dieses deutsche Schiff, das jetzt zurückgezogen worden ist, auch dabei war, war ja primär nie dazu gedacht, Menschen aus Seenot zu retten, sondern die sollten ja die Schleuserei bekämpfen. Nur das kann mir keiner erklären, wie das 75 Meilen vor der Küste, wo die meiste Zeit rumfahren, passieren soll. Da findet man nämlich keinen Schleuser, die gibt es da nicht. Das kostet im Monat, soweit mir das bekannt ist, 46 Millionen Euro, diese Operation Sophia. Wir könnten mit 600.000 Euro ein ganzes Jahr fahren. Das sind mal Verhältnisse, ja. So, es war irgendwie noch eine Achter. Okay. Ja. Danke erstmal für die Vorträge und die ganzen Informationen. Ich wollte eine kleine Anmerkung machen, weil eben der Begriff Europäische Bürgerinitiative gefallen ist. Es läuft noch diesen Monat eine, die sich gegen die Kriminalisierung von humanitärer Hilfe, unter anderem Mittelmeer und für Geflüchtete einsetzt. Die läuft noch diesen Monat, da kann man noch unterschreiben. Die hat anscheinend nicht genug Aufmerksamkeit bekommen und ich weiß auch nicht, ob insgesamt denn 1 Million Signaturen
zusammenkommen. Und ich hätte noch eine Frage, und zwar, also ich bin ein bisschen später gekommen, vielleicht wurde das am Anfang schon gesagt, aber was jetzt aktuell der Stand ist, der Lifeline und wie, ja, wie der Titel der Veranstaltung auch sagt, was Ihrer Meinung nach die Zukunft der zivilen Seenotrettung ist, welche Möglichkeiten Sie vielleicht auch sehen, dass sich vielleicht doch noch da was öffnet, dass man wieder, dass wieder mehr Organisationen rausfahren können und nicht alles dicht gemacht wird. Ja, genau. Danke. Naja, das mit dem alles dicht machen, das ist so ein Problem. Und zwar haben wir ja ein Schiff, unsere Lifeline. Wir könnten innerhalb von 14 Tagen, sage ich mal, rausfahren. Wir müssten Sprit, Crew, Lebensmittel an Bord schaffen und dann könnten wir vom Prinzip her rausfahren. Das Schiff wird ja ständig instand gehalten. Man lässt uns mit dem Schiff nicht fahren, deswegen wollen wir jetzt eins kaufen. Das ist völlig absurd, aber es ist wohl leider notwendig. Und es kann uns natürlich, das wäre ich natürlich auch von Spendern gefragt, die fragen dann ja, kann das sein, dass ihr mit diesem Schiff genau einmal fahrt? Dann sage ich, ja, das kann sein, wir müssen mit diesem Schiff leider nur einmal fahren. Es kann passieren, dass der nächste Kapitän und die nächste Crew genau dasselbe erlebt, was ich erlebt habe. Das wissen wir nicht. Aber wenn wir jetzt an der Stelle einfach sagen, okay, dann lassen wir es, dann haben wir verloren. Und das kann es nicht sein. Und deswegen werden wir eben ein Schiff kaufen und wieder rausfahren. Ja, ich wollte gerade, weil Sie gesagt haben, wegen dem Schiff passt das ganz gut. Wenn Sie heute und Sarah hier sind, dann können Sie sich Ihrer Solidarität natürlich sicher sein. Und ich hoffe auch, wenn Sie herausgehen, dass viele eben spenden werden für dieses Schiff. Ich will Ihnen aber auch selber nochmal persönlich ein ganz großes Dankeschön sagen. Das hat mich tief beeindruckt, wie Sie auf dem, zum Bayerischen Filmpreis die Laudatio zu dem Film El Dorado gehalten haben. Ich glaube, Sie hatten auch Tränen in den Augen. Ich hatte das auch. Und das soll auch Mut machen. Man denkt, in so einem Publikum da mitten in Bayern, die kotzen eh zum größten Teil ab. Es war ein umwerfendes Publikum teilweise, die applaudiert haben, die aufgestanden sind. Der Söder hielt sich in Grenzen, der ist nicht aufgestanden. Der doch, doch, der Söder ist aufgestanden. Nein, nachher denn, aber am Anfang nicht, als schon wo. Ich habe das. Ne? Also er musste dann zwangsläufig aufstehen, aber man hat ihm angesehen, dass ihm das nicht ganz so recht war. Und auch da habe ich mich gefreut, wie Sie dann, als der Regisseur dann gesprochen hat, sind Sie ja hin zu Söder, haben den dann nochmal auch so einen Überweisungsschein oder was hier gegeben. Meine Visitenkarte. Ach so, die Visitenkarte, okay. Aber der bei der Spendengewinnung sind wir leider noch nicht, aber ich arbeite dran. Aber ich meine, die Leute können natürlich mehr spenden wie wir hier, aber ich fand das echt toll, bei so einem Publikum, das macht mir wiederum Mut, zu sehen, hier weiß ich, die Leute, die hier sind, die brennen und die unterstützen und solidarisieren sich mit Ihnen und Sarah. Aber dort habe ich das nicht gedacht und das hat mich tief beeindruckt und Ihre Laudatio auch und dafür nochmal Dankeschön. Danke sehr. Vielleicht ergänzen, also wie ist überhaupt das Feedback tatsächlich auf Ihre, also was haben Sie selbst auch persönlich erlebt, das Feedback auf das, was Sie mit der Lifeline tun, mit Ihrer Crew tun, also was erleben Sie dort? Vielleicht können wir das ergänzend mitfragen. Also überwiegend zu 99,9% möchte ich fast sagen, ist es ein positives Feedback, was wir bekommen. Klar, diese ferkeligen Schreiben, die dann auf Facebook oder Twitter kursieren, mein Gott, da muss man drüber hinwegsehen. Das beschäftigt mich schon lange nicht mehr so wirklich, solange da keiner bei mir wirklich vor der Tür steht und meint, er muss mein Haus beschmieren oder was weiß ich was. Aber so lange interessiert mich das eigentlich nicht wirklich. Am Anfang hat es mir aufgeregt, diese Leute sind unglaublich mutig, wenn sie bei mir zu Hause anrufen. Es hat noch nicht einer angerufen, der mich am Telefon meint, beschimpfen zu müssen, der dann wo ich dann nicht unbekannt auf dem Display lesen musste. Und wenn man die dann fragt, sag mal deine Nummer und deinen Namen und so, dann kommt dann nichts. Also ich meine, ja, ich versuche das einfach auszublenden und nach vorne zu gucken und mich nicht mit diesen Dingen zu beschäftigen. Dafür habe ich weder Zeit noch Lust, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber der Filmpreis hat tatsächlich eine ganz große Resonanz ausgelöst. Das war ja ungefähr so um 8:30 Uhr Schluss. Im Fernsehen lief das länger, weil das zeitversetzt war.
Und ich bin erst um 2 da rausgegangen, um 2 in der Früh. Und habe sehr viele schöne Gespräche geführt und unter anderem auch von einer Spenderin, deren Namen ich nicht nennen darf, eine nicht unvermögende Frau. Gott sei Dank gibt es auch solche Leute, die hat uns 50.000 Euro gespendet. Und das sollte auch hier mal ein Applaus wert sein. Sowas gibt es nicht alle Tage. Ich freue mich natürlich auch über jede Spende, die 10 Euro ist. Oder wir haben auch eine Spenderin, das muss eine ältere Dame dem Namen nach sein. Die spendet jeden Monat 5 Euro. Die Frau hat sicherlich nicht mehr Geld, aber das ist, nötigt mir genauso viel Respekt ab. Und nur so geht's und nur so bringen wir eine neue Lifeline zum Laufen. Nur wir miteinander können das machen. Ihr könnt nicht alle mitten ausfahren aufs Meer. Vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen oder Arbeit oder sonst etwas nicht. Das machen wir ja, aber ihr müsst uns einfach dabei helfen, dass wir es tun können. Und dann seid ihr nämlich auch mit im Boot. Genau, also mit im Boot sein. Die Flyer liegen da oben, glaube ich, auf dem Tresen. Kann man sich gerne mitnehmen, Informationen, aber auch die Informationen über das Spendenkonto, wo es hingehen soll. Im Übrigen, einen Spender, größeren Spender kann man auch nennen, der heißt Marks. Also nicht Karl, sondern es ist der Kardinal Marks, der bereits im vergangenen Jahr, also die katholische Kirche natürlich, 50.000 Euro und in diesem Jahr auch wieder 50.000 Euro gespendet hat. Also auch dort ist das Herz insofern auf dem richtigen Fleck. Gott sei Dank. So, gibt es weitere Fragen an Klaus-Peter Reisch, an Sarah Madini oder auch natürlich an Wally Tabasch? Hallo, danke erstmal. Ich wollte fragen, ob Sie noch kurz auf die Rolle der libyschen Küstenwache eingehen können und mit wem man es da zu tun hat, weil ja, da gibt es ja viele Fragen. Das geht besser, das Mikrofon, gell? Ja. Also libysche Küstenwache, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Was ist die libysche Küstenwache? Wer ist es? Ich meine, die libysche Zentralregierung kontrolliert ja nur 3/4 des Stadtgebiets der Stadt Tripolis. Das kann man sich jetzt mal auf Deutschland übersetzt so vorstellen. Die Bundesregierung regiert über 3/4 des Stadtgebiets von Berlin und der Rest ist rechtsfreie Zone. Die Leute, die da rausfahren und libysche Küstenwache auf dem Schiff stehen haben, das muss nicht unbedingt libysche Küstenwache sein. Die gab es sicher früher mal zu Gaddafis Zeiten, aber das ist ja letztlich alles zerfallen. Diese libysche Küstenwache wird mit bis zu 300 Millionen im Jahr aus Europa finanziert. Und bei deren Rettungen gibt es immer Tote. Wenn Sie später noch da bleiben wollen, zeige ich den Film noch zu Ende. Und da kann man dann auch mal drastische Rettungen sehen. Das habe ich extra mit dabei, solches Filmmaterial. Die libysche Küstenwache, meiner persönlichen Meinung nach, ist genauso korrupt wie der Rest dieses Failed States. Gaddafi musste ja unbedingt weg, was man über den denken mag. Das ist mal das eine, aber damals gab es Schulen und Kindergärten und gar keine schlechten Universitäten und so weiter und so fort. Okay, aber heute gibt es da gar nichts mehr. Und die Leute, die da rausfahren, werden von Europa ausgebildet und bekommen Geld dafür, dass sie die Menschen zurückschleppen. Und auf der anderen Seite gibt es Geld dafür, dass die Menschen aufs Meer rausfahren. Und ich habe das ja selber erlebt und selber Fotos gemacht von sogenannter libyscher Küstenwache. Ich sage immer das Wort sogenannter dazu, aus gutem Grund. Die haben 20 Meter neben mir die Motoren eines evakuierten Flüchtlingsboots abgebaut, von 2 Booten. Wir wollten die Boote anzünden, haben das Benzin schon ausgeschüttet gehabt, damit man die Boote eben nicht mehr wiederverwenden kann. Und die haben das dann unterbunden mit Leuten, die eine Kalaschnikow dabei haben. Da redet man besser nicht, sondern macht man, was die wollen. Ich möchte ja keine Crew gefährden. Und dann machen die Motoren runter und nehmen die mit zurück. Und wenn man die jetzt markieren könnte, würde man die sicher ein paar Tage oder Wochen später an dem nächsten Flüchtlingsboot wiederfinden. Also ich halte von dieser libyschen Küstenwache schlicht und ergreifend gar nichts. Die stecken mit den Schleppern für meine Begriffe unter einer Decke. Jo, dann sehen wir hier vorne noch jemanden.
Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ihr euch mal, ihr habt unten auch gestanden, als wir die Ausstellung geöffnet haben, wenn ihr euch ganz kurz vorstellt. Ja. Ja, hallo, auch von mir nochmal vielen Dank. Ich wollte, oder vielleicht stelle ich uns erst kurz vor, wir sind von SOS Mediterranee da. Zu SOS Mediterranee gehört die Aquarius, die auch als Rettungsschiff gefahren ist, allerdings auch momentan keine Flagge mehr hat, dementsprechend auch beschlagnahmt ist und nicht fahren kann. Und SOS Mediterranee bemüht sich aktuell um ein neues Schiff, um auch wieder fahren zu können. Und genau, das ist auch keine einfache Suche, weshalb wir nebenbei jetzt gerade auch dabei sind, in die Arbeit zu gehen, hier die Aufmerksamkeit auf die Thematik überhaupt der Flucht auf der zentralen Mittelmeerroute zu lenken, um das Ganze wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Auch eine Freiwilligenstruktur aufbauen, das heißt, jeder, die interessiert sind, sind auch da willkommen. Ich hätte eine Frage noch zur libyschen Küstenwache. Wissen Sie, wohin die Gelder fließen, die EU zur eventuellen zu Trainings, zur Ausbildung der libyschen Küstenwache investiert? Gehen die an die Einheitsregierung oder? Okay, alles klar. Über diese Geldströme, glaube ich, werden wir nie was erfahren. Das dürfte sich im Verborgenen abwickeln. Klar geht das Geld an die libysche Einheitsregierung, an andere Personen in Libyen, glaube ich, hat auch Bundesregierung oder Europa schlechte Kontakte. Übrigens, vielleicht ganz interessant, nur so im Nebensatz, es gibt ja Öl- und Gasbohrfelder vor der libyschen Küste, die Libyen gehören und die sind nach wie vor voll im Betrieb. Das Öl geht zum großen Teil nach Italien, das weiß ich, weil ich die IS-Signale der Tanker, die da dort ablegen, verfolgen kann. Da würde mich mal interessieren, wo dieses viele Geld hingeht. Das ist auch so ein Aspekt. Sollte eigentlich bei der Bevölkerung vielleicht ankommen. Zumindest war es ganz früher mal so. Mittlerweile dürfte das nicht mehr der Fall sein. Jo, da hinten ist noch eine Frage. Ja? Okay. Versuchen wir es? Ach so, genau. Hallo, danke für den Input bitte und für die Musik auch, danke. Mich interessiert, vielleicht können Sie darauf eine kurze Antwort geben und SOS Mediterranee betrifft es ja auch. Was hilft es jetzt, ein neues Schiff zu kaufen, wo doch ein fahrtüchtiges da ist? Also können Sie das kurz skizzieren, es ist nur einfach ein ganz kleiner Strohhalm, den man ergreifen muss, weil es eine neue Chance ist oder ändert sich dann was an der Lizenz oder unter welcher Flagge man fahren kann? Also für mich ist es nicht, erschließt sich es nicht. Vielleicht also ergänzen dazu, also unter holländischer Flagge fahrt ihr und auch andere Hilfsboote, warum nicht unter deutscher Flagge? Also das ist ein ganz einfaches Ding. Wenn wir das Schiff, so wie die Aquarius, unter Berufsschifffahrtskriterien betreiben wollen, dann kostet es eine unheimliche Menge Geld. Und das kann sich eigentlich kaum verleihen leisten. Berufsschifffahrtspersonal, dann muss man die Klasse dieses Schiffes halten. Die Klasse ist so eine Art TÜV. Da braucht man als Schiff für jede Schraube, fast wie beim Flugzeug, ein Zertifikat und diese Zertifikate laufen aus. Da muss man die erneuern und, und. Also man schmeißt für Bürokratie da eine Unmenge Geld raus. Deswegen sind diese Schiffe zum ganz überwiegenden Teil als sogenanntes Pleasure Craft, Vergnügungsfahrzeug kann man das übersetzen, wobei es ja keins ist, aber als Pleasure Craft und nicht als Commercial Vessel registriert. Warum in Holland und nicht in Deutschland? Das ist ganz einfach. In Deutschland ist bei 25 Metern und 100 Tonnen Gewicht Schluss. Und zum Beispiel Lifeline ist 32,5 Meter und wiegt knapp 300 Tonnen. Deswegen geht es in Deutschland nicht mehr. Das würde in Deutschland nur unter Berufsschifffahrtskriterien gehen. Und dieses 60 Jahre alte Schiff sozusagen durch den TÜV zu bringen, also das kann man schlicht und ergreifend vergessen. Das Schiff ist nicht unsicher, aber es müsste die heutigen aktuellen Sicherheitsstandards erfüllen. Und dafür müsste man in dieses Schiff locker eine 500.000 reinstecken. Da kann man sich auch ein anderes kaufen. Es kann natürlich, wie gesagt, passieren, dass egal welche Organisation, ob das jetzt SOS mit ist oder wir oder jemand anders, kauft sich ein Schiff, bringt diesen Einsatz und dann ist es nach einem Einsatz weg. Das kann uns passieren. Dessen sind wir uns bewusst.
Was wir natürlich nicht hoffen. Da ganz hinten ist jetzt noch eine Frage. Ja, guten Abend. Wir haben ja heute erfahren, dass es neben der Mission Lifeline auch noch eine Reihe anderer Organisationen gibt. CI, Sea-Watch, SOS Med, Jugend rettet. Wie sieht denn da die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen aus und kann man nicht sozusagen diese vorhandenen Rettungskräfte ein bisschen besser bündeln? Ich weiß, dass es da Crew Changes gibt und dass da auch teilweise Leute die Organisation wechseln sozusagen, indem sie auf ein anderes Schiff gehen, aber kann man das nicht ein bisschen noch stärker forcieren? Ja, die einzelnen Vereine sind aus verschiedenen Gesichtspunkten raus entstanden und diese Frage habe ich mir auch schon ein paar Mal gestellt. Da hat es wohl auch schon Versuche sind schon Versuche unternommen worden, aber das hat letztlich zu nichts geführt. Vielleicht ist es aber auch ganz gut so, unter dem Gesichtspunkt der momentanen Situation, dass man nicht zentral einen Verein angreifen kann, sondern dass wir einfach sozusagen viele sind oder mehrere sind. Auch wenn wir unsere Kräfte da ein bisschen aufsplittern, klar, jeder hat eine Buchhaltung sozusagen und jeder hat diese Abteilung oder jene Abteilung, das ist schon klar. Aber es wird nicht auf diese Art und Weise vielleicht auch nicht gelingen, die Seenotrettung komplett zum Erliegen zu bringen. Das ist meine Hoffnung dabei. Ich bin Nawar Ali von Media Resident, also wir sitzen auch unten. Meine Frage stelle ich jetzt. Ich wollte fragen, wie sieht es aus mit Nichtregierungsorganisationen in Griechenland oder Italien? Setzen die sich auch für SOS Mediterranee oder Lifeline ein? Gibt es da Kooperationen oder so? Also, ja, Fragezeichen. Ich würde die Frage zunächst mal an Sarah geben, weil sie war ja, wie gesagt, auf Lesbos in Moria, in dem Lager. Also wie ist es mit griechischen, gibt es so etwas wie griechische Nichtregierungsorganisationen, die ebenfalls in der Flüchtlingshilfe arbeiten? Wie war die Zusammenarbeit? Was hast du da selbst erlebt in der Zeit? My organization, ERCI, the one I've been in, we are a Greek non-profit organization. And yes, there is cooperation between the NGOs and the government in Greece. And there is, direct work between NGOs, but there's always volunteers who work, like I have friends who worked with ERCI and then went and work with Sea-Watch. So that's what is my comment about it. Also es ist so, dass wir mit internationaler Crew fahren auf dieser Mission 6, die wir hier auf der Leinwand gesehen haben. Da war zum Beispiel der Fotograf ein Italiener. Wir arbeiten mit internationalen Freiwilligen. Wir würden auch gerne mit einer italienischen Rettungsorganisation zusammenarbeiten, aber das Angebot haben wir leider noch nicht bekommen. Wir haben ja am Anfang mit ProM8 aus Spanien gearbeitet. Und die haben sich dann aber zurückgezogen, als sie gesehen haben, dass das zunehmend schwieriger wird. Jetzt sind sie gerade wieder auf einem Boot mit dabei. Also es gibt schon NGOs auch aus dem Ausland, die zusammenarbeiten. Es wäre natürlich wünschenswert, dass das mehr wäre. Aber es ist tatsächlich so, dass von den Spaniern mal abgesehen, ja nur die Deutschen im Mittelmeer unterwegs sind. Ein italienisches Boot war mal eine Weile unterwegs. Da habe ich jetzt gerade wegen verschiedener privater Sachen keinen Fokus mehr drauf gerichtet gehabt, das weiter zu verfolgen. Ich weiß nicht, ob die noch mal fahren oder wann die wieder fahren. Das war eine italienische Organisation von Rechtsanwälten. Wir werden es sehen, ja. Klar wäre es klasse, wenn jetzt eine englische, sowas ähnliches wie THW oder Wasserwacht oder Rotes Kreuz sagt, okay, wir fahren da mal ein paar Missionen mit, wir teilen uns die Kosten und wir schicken auch qualifiziertes Personal dazu. Das wird uns natürlich sehr freuen, ja. Aber überwiegend stemmen es im Mittelmeer die Deutschen und die Spanier. Das ist tatsächlich so. Gut, jetzt haben wir noch eine, zwei, drei Fragen. Also die drei Fragen würden wir jetzt noch beantworten.
und würden dann so langsam zu einem Schluss kommen, sozusagen hier auf dem Podium. Ich glaube, dann besteht noch die Möglichkeit, es ist ein bisschen noch was an Imbiss da, was zu trinken, dass wir dann noch so ins Gespräch kommen. Vorher würde ich Walid noch bitten, was zu singen, und dann würden wir noch den Film zu Ende zeigen. Das sind nicht mehr 4 Minuten, glaube ich, ne? War nicht mehr viel. Okay, also die 3 Fragen noch. Okay. Hi, my question is for Sarah, and I'll just ask you in English. I'd be interested in your personal situation right now, because you said your trial is currently ongoing, so I assume you're probably not going back right now to Greece. I don't know, like, correct me if I'm wrong. And then also, like, from a like angle of using criminalization as an attempt to intimidate and to prevent, even though you're not going to get charged in the end, who knows, but if you already have thought about your plans afterwards when the trial is over, even if they, if you're free from all charges, if you're planning to go back, because I think that's also an interesting angle to use this criminalization also just to intimidate and to prevent, even if they can't go through with it in the end. First, I'm banned from Greece till 2025, so I have no way I can go there again. And we don't know if they're gonna charge us or not. There was no case like this in Greece with all these accusations. For now, I'm doing literally nothing because, as I said earlier, for my own safety, I need just to be a normal student, go to school every day, and just live normally. But for after, hopefully when I'm proven innocent, I think I want to create my own non-profit organization. But first I want to do a bit of traveling because I'm 23, pretty young, it took me a while to realize that refugees, they are not only in Greece, and there's way beyond that. So I would like to do some traveling, and I want to find the best way that I can serve the crisis. So, but for that will like be after my graduation. So for now, I'm just waiting to be proven innocent. And when that happened, then I'm just gonna, you know, see what I can do more. But absolutely, I'm going back to Greece. Absolutely. Meine Frage geht auch nochmal an Sarah. Ich wollte Sie nochmal nach der politischen Situation, nach der Lage in Griechenland fragen, weil wenn man sich jetzt als Linker, wenn man so ein Auge auf Griechenland geschaut hatte, dann gab es ja ganz andere Zeiten, wo man hier in Deutschland irgendwie zusammen mit Griechenland gegen den Sparpakt, ganzen Sparpläne gekämpft hat. Und deswegen wundert es mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen, dass sie so einen krassen politischen Prozess in Griechenland gegen sie geführt wird. Und da wollte ich fragen, wie kommt das? Hatten Sie auch mal positive Rückmeldungen von griechischen Regierungspolitikerinnen und Politikern, weil Syriza ist ja immer noch Teil der europäischen Linken, wo jetzt auch die Linke hier Mitglied ist. Deswegen würde ich gerne mal fragen, wie sie es wahrnimmt, sozusagen, diese einerseits linksgerichtete Regierung und andererseits den krassen Prozess, der ihr bevorsteht. Thank you so much for your question, but I'm very sorry I cannot give any political statement because I'm very sorry because I'm still under trial, so I can't really comment on anything specifically Greece. I'm very sorry. About the political situation in Greece, can you tell me something about this, that? Nothing related to Greece. Sorry. I'm very sorry. I'll call my lawyer for you, but I can't. But maybe, do you want to talk, Florian? Yeah. Entschuldigung, ganz kurz nur, ich bin auch kein Jurist oder sowas.
so wie wir das ein bisschen mitgekriegt haben mit Sarah und natürlich mit den Anwälten von ihr und natürlich auch mit vielen Journalisten, Politikern wie Katina, gibt es einfach, also Griechenland ist natürlich zwar ein kleines Land, aber natürlich ein Land mit vielen verschiedenen politischen Gruppierungen, Institutionen, Parteien und so weiter. Und das ist schon so, dass im Ganzen die Zentralregierung eigentlich bemüht war, uns oder Sarah da zu helfen. Das führte aber nie besonders weit. Natürlich ist da der offensichtliche Faktor ist, dass die Judikative dort natürlich auch unabhängig ist wie hier. Und dann nur als letzter Satz dazu vielleicht, es scheint schon so zu sein, dass gerade auf der lokalen Ebene in Lesbos, in anderen Gegenden, anderen Inseln auch, gerade bei den Sicherheitskräften, bei der Polizei und zum Teil eben auch im Justizapparat, es eben nicht so ist, als ob alle irgendwie Syriza unterstützen, sondern eher im Gegenteil. Ne? Also das macht das jetzt Ganze nicht unbedingt zu einem Politikum oder hey, es gibt überhaupt keine Unabhängigkeit der Gerichte dort, aber es gibt natürlich Kräfte wie auch hier, die versuchen, die Kriminalisierung voranzutreiben. Ja, vielen Dank für die Ergänzung noch dazu, weil ich hatte schon gesagt, im September, als wir in Athen waren, haben wir selber auch in den Ministerien die Gespräche auch geführt, haben auch über Sarah gesprochen. Es ist durchaus wahrgenommen worden, dass also von uns da auch dieser Protest kommt gegen ihre Inhaftierung und nicht nur ihre, sondern es waren ja mehrere, die da betroffen waren. Ja, vielleicht hat das ein oder andere dann doch geholfen und es hat dann vielleicht doch auch von der Zentralregierung in irgendeiner Form einen Einfluss gegeben. Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Information. Jetzt war da hinten irgendwo noch eine, genau, da ist eine Hand. Ja, hallo. Danke nochmal für den Input von Ihnen. Es ist ja so, dass das Mittelmeer so mit als das bestüberwachteste Meer der Welt gilt. Und im Zuge dessen würde mich mal interessieren, wie Ihre Meinung da zu dem Thema Frontex mit deren Überwachungssystem Eurosur ist. Glauben Sie, dass die Informationen, die da gewonnen werden, zu der libyschen Küstenwache oder der sogenannten libyschen Küstenwache weitergeleitet werden? Und wie kann es eben sein, dass da alle Schiffe, die da eben detektiert werden, also dass da nicht mehr Informationsfluss zu Rettungsorganisationen geschieht? Also es ist ganz richtig, dass das Mittelmeer eines der bestbewachten Meere der Welt ist. Das ist ganz klar. Es ist tatsächlich so, dass ein Schiff der Italiener im Hafen von Tripolis ankert. Momentan, glaube ich, ist es die Capri. Da sind Libyer und Italiener drauf. Im Rescue Coordination Center im MRCC Rom sitzen auch Libyer mit drin. Das wissen wir. Und alle eingehenden Meldungen über Seenotfälle, die im MRCC Rom eingehen, werden 1:1 nach Libyen weitergereicht. Also da findet ein sehr reger Austausch statt. Was da sonst noch so alles läuft, das entzieht sich ganz ehrlich meiner Kenntnisse. Da haben wir keine Informationsquellen, die uns da gesicherte Auskünfte drüber geben können. Und ich denke auch, das unterliegt einer dermaßen Geheimhaltung, dass wir an sowas nicht rankommen. Es ist ja nicht so, dass wir dann Funkverkehr abhören oder so. Die internationalen Seefunkkanäle hören wir natürlich mit. Aber diese Gespräche werden auf einer anderen Ebene abgewickelt, wo wir nicht das Ohr dran haben. Leider, sonst wüsste man da mehr. Aber man kann davon ausgehen, dass man in Tripolis ziemlich genau weiß, was auf dem Meer da draußen passiert. Wobei, das Meer ist so groß, so ein Schlauchboot, wenn man das sucht mit dem Radargerät, also wenn es einen halben Meter Seegang hat, wird es schon schwierig, dass man ein Schlauchboot findet. Das ist tatsächlich so, die Leute glauben das immer nicht. Es gab ja früher mal Überwachungsflugzeuge, die geflogen sind. Eins ist zum Beispiel in Mallorca gestartet in der Nacht und dann in der Dämmerung eingeflogen in die westliche und östliche Zone und hat dann da gesucht. Das gibt es ja alles nicht mehr, das hat man alles eingestellt.
Und wenn man das alles vom Satelliten aus machen könnte, würde man kein Flugzeug losschicken. Also auf dem Meer etwas zu überwachen, ist unglaublich schwierig. Man sieht nicht sehr weit. Und so ein Schlauchboot, das Einzige, was reflektiert, ist der Außenbordmotor. Und der ist nur so ein kleiner Klops, ziemlich weit unten, nur einen halben Meter über dem Wasser. Wenn die jetzt zum Beispiel einen Besenstiel dabei hätten, mit drei leeren Konservendosen oben hingenagelt, das würde ich mit dem Radargerät finden. Aber der Außenborder ist oft ganz schwierig. Ja, das ist tatsächlich so, leider. Ja, ich würde jetzt folgenden Vorschlag machen. Walid würde noch ein Lied singen. In der Zwischenzeit bereiten wir vor, dass der Rest vom Film noch gezeigt wird. Und dann würden wir die Veranstaltung beenden. Das heißt jetzt für mich ganz, ganz herzlich zu sagen an unsere drei Gäste hier vorne, an Sarah Mardini, ganz herzlichen Dank dafür, dass du hier warst und dass du so stark bist. Danke. Viel Kraft noch und vor allen Dingen erfolgreiche Ausbildung, erfolgreiches Studium. Ja, ganz herzlichen Dank an Klaus-Peter Reisch, sozusagen der ja eigentlich der Symbol ist für Seenotrettung und der, glaube ich, auch viele motivieren kann, sich mit einzubringen, wie auch immer. Ganz herzlichen Dank an dich, an deine Crew, an viele, die freiwillig, die ehrenamtlich unterwegs sind. Ganz herzlichen Dank und wir wünschen uns sehr, dass es weitere Möglichkeiten gibt, dann eben mit dem neuen Schiff. Herzlichen Dank an dich. Ja, und großer Dank auch an Walid Habash, der hier heute gesungen hat, nicht nur gesungen hat, sondern auch über seine eigene Flucht erzählt hat, nicht alles erzählt hat, was er erlebt hat, auch danach. Er ist auf einem Schlauchboot über das Mittelmeer gekommen und als sein Ziehvater hier ihn mal in ein Schlauchboot setzen wollte, war eigentlich deutlich, wie traumatisiert eigentlich auch Walid ist und wie vieles zu verarbeiten ist, wenn man einen solchen schrecklichen Weg hinter sich gebracht hat. Auch das hast du kurz angedeutet. Ganz herzlichen Dank, Walid, dass du heute hier warst. Ja, und jetzt vielleicht ein Lied, das viele von euch auch kennt, der etwas, also mit Gott verbunden ist. I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth, the major leaf, the buffer king composing hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والقلب بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا اليوم يا ربي أعود من ظلمة خلف الحدود فالقلب منكسر والطرف حائر
It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi. Vielen Dank.